Wenn die Emanzipation uns nur gebracht hat, dass die Frauen auch arbeiten, aber letztendlich zu Hause den ganzen Kladderadatsch trotzdem machen, wie es ja meist ist, dann war das eine ziemlich billige, miese Nummer mit der Emanzipation. Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Journalistin und Buchautorin Heike Kleen. Sie hat ein wunderbares, ehrliches, vortreffliches Buch geschrieben, das heißt Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Das Gespräch mit ihr hat mich beflügelt, bestärkt, es hat mir wohlgetan, weil ich mich verstanden gefühlt habe, weil wir uns so gut verstanden haben und weil ich so viel gelernt habe. Wir haben einfach drauf losgeredet, über Frauenhaut und über das Schönmachen, über Söhne und Töchter, über die Einsamkeit der Frauen unter Männern, unter zu vielen Männern, über unemanzipierte weibliche Gedanken, über Testosteron und warum Männer am zufriedensten sind, wenn sie Hauptverdiener sind. Wir sind vielleicht keine Vorzeigefeministinnen, Heike und ich, aber wir sind ehrlich und lustig, ernsthaft und bereit, an uns zu arbeiten. Und das ist doch schon mal was, oder? Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse und Denkanstöße, meine lieben Zuhörerinnen. Ihr seid alle Feministinnen, egal ob Teilzeit oder Vollzeit. Herzlich willkommen. Oh, danke. In meinem Podcast. Schön, hier zu sein. Und wir sprechen darüber, über etwas, was wir beide sind. Ich nenne mich manchmal eine Emanze in Kinderschuhen. Du sagst, du bist eine Teilzeitfeministin. Nach dem, was wir gerade so eingangs besprochen haben, haben wir ja beide die besten Voraussetzungen gehabt, um total die Kämpferin für Frauen zu werden. Mhm. Warum bist du nicht Vollzeitfeministin geworden? Gute Frage. Oder wirst du es vielleicht im noch? Im Herzen bin ich natürlich Vollzeit. Im Herzen bin ich Vollzeitfeministin. Auch wenn jetzt so die jungen, ganz taffen Feministinnen mich wahrscheinlich milde belächeln und mich zum Frühstück verspeisen möchten. Aber hast du auch so eine Angst vor Margarete Stokowski? Ein bisschen schon. Oh Gott, ich habe immer ganz doll Angst, dass sie irgendwas ganz Schlimmes über mich schreit. Das verstehe ich so und gut. Und dann denke ich, oh Gott, nee, vielleicht habe ich so einen Welpenschutz einfach, weil sie einfach die Beste ist, am besten schreibt und dann muss sie gar nicht nach unten beißen. Wollen wir nur hoffen, dass wir nie auf ihrem Radar auftauchen. Genau, dass sie uns nicht hört jetzt. Gut, oh Gott. Ich habe genauso eine Angst wie du. Wie kamen wir da jetzt hin? Ja, und ich habe dann irgendwann, ich habe auch wirklich so mit 20 gedacht, die Welt steht mir offen, dieser ganze Gleichberechtigungskram, das ist doch alles von vorgestern. Ich kann alles werden, ich kann alles studieren, ich kann alles machen und natürlich, ich möchte irgendwie mal Kinder haben und dann kriege ich Kinder und dann arbeite ich einfach weiter und das ist alles ganz, die gehen doch in die Kita, wo ist das Problem eigentlich? Wo ist überhaupt das Problem? Also wirklich so bin ich aufgewachsen. Dann irgendwann mit Mitte 30 kam mein erstes Kind und vorher hatte ich immer so zu Kollegen gesagt, so wenn die so nachmittags in Anführungszeichen in die Freizeit gingen, so ja, schönen Feierabend und viel Spaß und so, die holten halt ihre Kinder ab und ich habe nur gedacht, die haben jetzt irgendwie frei. Mir war überhaupt nicht klar, wie anstrengend das Leben erst ist, wenn man Kinder hat. Und dann bekam ich selbst ein Kind und habe gedacht, ja, wieso, ist doch alles ganz easy. Und dann war es wirklich so, wie auch der Schriftsteller und Arzt. Wusstest du da schon, dass du dich runtergeschlafen hattest? Ich musste dieses wunderbare Wort aus deinem Buch verwenden. Ich habe mich runtergeschlafen, genau. Ich habe meiner Karriereleiter habe ich mich runtergeschlafen, indem ich mich habe befruchten lassen. Aber wir haben da noch nicht klar. War mir nicht so klar, dass ich zum einen, also wirklich wie Jakob Hein mal gesagt hat, man geht als gleichberechtigtes Paar in Deutschland in den Kreißsaal und kommt als 50er-Jahre-Paar wieder raus. Da ist absolut was dran. Und ich hätte es vorher belächelt und hätte gedacht, mir passiert das nicht. Wir haben eine gleichberechtigte Partnerschaft. Wir putzen am Wochenende zusammen. Ich habe also damals sogar mehr Geld verdient als mein Mann. Am Wochenende gehen wir essen und abends ehrlich gesagt auch. Der Kühlschrank war sowieso mal leer. Ich habe immer irgendwie in Fernsehstudios gegessen. Ich habe mich nie groß gekümmert. Und dann bekam ich ein Kind. Und dann war zum einen erstmal diese extreme Mutterliebe, die es sicherlich auch als Vaterliebe gibt. Das ist 12 Jahre her, 13 Jahre her. Genau, 12 ist mein Sohn jetzt. Genau, wird jetzt 13 im Juli, genau. Mhm. Also zum einen so dass ich dieses Kind gesehen habe und einfach so schockverliebt war und so in diesen Schutzmechanismus, in diesen Löwenmutterinstinkt rein bin und die ganze Welt um mich herum vergessen habe, von einem Tag auf den anderen, mich nur noch auf dieses Kind
Kind konzentriert habe. Vielleicht auch ein bisschen zu viel, egal. Beim zweiten Kind ist man ja schlauer. Aber das war einfach so. Ich habe die ganze Arbeitswelt vorher und ich habe viel gearbeitet und ich war auch wirklich auch ehrgeizig. Das habe ich alles vergessen. Ich habe morgens nicht mehr die Quote der Sendung angeguckt, die ich sonst jeden Morgen geguckt habe. Wie war die Sendung? Wie war die Quote? War es okay? Was haben wir falsch gemacht? Hat mich alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und ja, ich war dann wirklich in diesem Mutterding und dann bin ich irgendwann nach 2 Jahren wieder zurück in die Redaktion. Ich habe auch 2 Jahre Elternzeit genommen, weil ich dachte, das ist irgendwie, ach Gott, das war auch immer so viel und das andere Leben ist auch schön. Mhm. Und die Sendung hatte sich nun auch, in der ich gearbeitet habe, auch gerade so in Richtung gar nichts entwickelt. Also es war kurz vorm Absturz und dann bin ich halt zurückgekehrt und hatte auf einmal halt nicht mehr mein Einzelbüro, saß auf einmal wieder im Großraumbüro, war nicht mehr stellvertretende Redaktionsleiterin, hatte kaum noch Aufgaben. Ich bin aber auch ja um irgendwie 3 gegangen und die Sendung war abends. Also ich habe es irgendwie auch verstanden. Also ich habe mich überhaupt nicht aufgelehnt. Ich habe gedacht, ja, so ist es jetzt halt. Jetzt arbeite ich halt weniger. Ist mir ja auch nicht mehr so wichtig. Und das mache ich jetzt einfach so erstmal weiter und dann mal gucken, was passiert. Das wird sich schon wieder zurechtzuppeln. Im Rückblick weiß ich natürlich, dass das ein Fehler war. Also, zurechtzuppeln. Es gibt Statistiken darüber, dass gerade Frauen in Deutschland am meisten unter dem Einschnittkind leiden finanziell. Also selbst 10 Jahre nach der Geburt des Kindes sind Frauen immer noch auf ca. 60% ihres Einkommens von vorher. Und Männer sind auf dem gleichen Niveau oder sind gar besser, weil sie in der Zeit noch Karriere gemacht haben. Das darf natürlich nicht sein. Und das ist natürlich der Schritt in Richtung Altersarmut. Das ist so skandalös. Und was machen wir denn falscher als andere? Hörst du auf jetzt mit deiner Tasse auf den Tisch? Ich muss hier ununterbrochen mit meiner Tasse noch ein bisschen den Rhythmus noch zusätzlich geben. Was machen wir falscher? Wo hinken wir hinterher? Ja, also wir hinken zum einen natürlich mit unserem Schulsystem extrem hinterher, weil die Kita, die ist ja geradezu ein Spaziergang, ein Wellnessaufenthalt gegenüber dem Schulsystem. Sprich, wenn das Kind in der Kita ist, dann weißt du ja wenigstens so bis 3 ist es da. Und es ist auch so in einer Gruppe und da sind die gleichen Bezugspersonen und man macht mit sich irgendwie nicht so einen Kopf und es gibt auch zwar Schließzeiten, aber das sind vielleicht 2 Wochen im Jahr. Und bei der Schule, dann kommt ein Kind in die Schule, erstmal hast du diese unendlichen Ferien, ja. Also wenn du nicht gerade Lehrerin bist als Frau, ist es ja ganz schwierig, das irgendwie zu bewältigen mit diesen ganzen Ferien. Ich kenne Paare, die nacheinander Urlaub machen, damit immer jemand irgendwie für die Kinder da ist. Dann natürlich die Nachmittagsbetreuung. In der Stadt geht das alles. Aber guck mal auf dem Land, wie viele Kinder sitzen denn um entweder 12:30 oder um 1 zu Hause? Und ich habe mein Kind zwar in der Nachmittagsbetreuung, aber auch das war schwer, den Platz zu kriegen, die Jüngste. Trotzdem muss ich mir von meiner Tochter anhören, wieso darf Lotti schon um 1 zu Hause sein und ich nicht. Ja. Also da muss man dann immer noch rechtfertigen und es nervt einfach. Also dass wir dieses Schulsystem nicht in den Griff kriegen, da gibt es Studien drüber, dass gerade auch hochgebildete Frauen mit tollen Jobs zurücktreten für die Bildung ihrer Kinder im Prinzip. Also selbst für den Arbeitsmarkt verloren gehen, damit da die nächste Generation ranwachsen kann, weil auch in Deutschland das Schulsystem immer noch stark auf die Eltern fixiert ist. Sprich, wenn du selber nicht genug hinterher bist und machst und noch am Wochenende das Referat über den Hirschkäfer begleitest, dann hast du einfach schlechtere Karten. Dann hat dein Kind schlechtere Karten. Also auch da hinken wir hinterher. Das stimmt total, dass die eigene Bildung irgendwie für nix war und man die Zeit in die Bildung der Töchter, die nachher genau da landen wieder. Die womöglich auch wieder da landen. Schon wieder klappern. Ja, klapper ruhig nochmal. Das ist der Systemfehler. Ich frage mich allerdings, meine Söhne sind 12 und 15. Mhm. Meine Probleme waren anders, das erzähle ich gleich. Aber ist wirklich der Fehler, dass im System oder auch in den Köpfen natürlich. In den Köpfen, aber sollte, was ich mich immer wundere, ist die Zeit, als mein Sohn zum Mittagessen nach Hause kam, das ist natürlich nicht karriereförderlich. Bei mir war das nicht so schlimm, weil ich anders arbeite. Ja. Gleichzeitig war es die Zeit, die ich unendlich genossen habe. Und ich habe so viele Fragen dazu. Erstens, warum verzichten so viele Väter auf diese Zeit? Mhm. Sozusagen so, wäre der Ansatz nicht eher, geht doch alle mehr in Teilzeit, ihr Eltern, absolut, um mehr mit euren Kindern Zeit verbringen zu können. Weißt du, also das wäre dann so schön, der umgekehrte Ansatz. Nicht macht mehr. Genau.
beruflich, ja, sondern macht doch alle weniger, natürlich, Frauen etwas mehr, Männer etwas weniger und trefft euch mittags am Küchentisch. Das ist jetzt wahrscheinlich die wenn alle rosa, naive Wolke. Wenn in dem Moment, wenn ein Kind da ist, wenn Eltern in der Lage wären, dass beide meinetwegen 25 bis 30 Stunden nur noch arbeiten, viel Zeit haben, mehr Zeit haben, zu Hause wären und auch Väter, da hängt natürlich ganz viel dran. Zum einen ist es eine finanzielle Frage. Ich meine, wie teuer das Leben geworden ist, da müssen wir gar nicht drüber reden, wie die Mieten explodiert sind und so weiter. Also ich glaube, das finanzielle Problem ist schon mal da. Dann müsste man sagen, Eltern bekommen jetzt irgendwie eine Art von Zeit, in der sie weniger arbeiten bei vollem Gehalt und das wird irgendwo später nochmal wieder abgezogen oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Mhm. Zum anderen ist es natürlich dieses extreme Mutterbild, das in Deutschland extrem ist. Das kommt, glaube ich, immer noch von der, obwohl ja, die Nazizeit kann man jetzt auch nicht für alles ranziehen. Aber so diese, also die Nazizeit stand jetzt nicht unbedingt für eine gute Mutter, sondern eher für eine Mutter, dass man das Kind nicht zu sehr verwöhnen darf. Aber so dieses Mutterbild in Deutschland, das eher so 18. bis 19. Jahrhundert war, dass die Mutter so dafür da ist, die Kinder sozusagen zu umsorgen, zu schützen und das auch einfach am besten kann. Das ist natürlich eine wahnsinnig einfache Masche. Da hast du halt jemanden, der es günstig zu Hause alles erledigt. Und stimmt auch wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal vorsichtig, weil ja, in mir ist es auch so verankert. Ja, wir sprechen darüber, ja auch über all trotzdem, das, was, wie genau, wir geprägt sind. Ich bin ja genauso geprägt und ich hatte halt eine Mutter zu Hause, die mit dem ersten Kind nicht mehr gearbeitet hat und dann im Prinzip immer zu Hause war, ganz viel gekocht hat, jeden Tag frisch gekocht hat, geputzt hat, aufgeräumt hat, alles. Das ist ja wunderschön. Aber natürlich hat mich das auch gleichzeitig geprägt. Von ihrer Rente hätte sie nicht leben können. Das hat sie jetzt nicht mehr erlebt, aber sie hätte von ihrer Rente alleine nicht leben können. Also sie war immer komplett finanziell abhängig. Und das hat mich natürlich auch geprägt. So dieses, die Mutter ist mittags zu Hause, sowieso ist immer jemand da und es kocht immer jemand, es ist immer aufgeräumt und das ist immer, der Kühlschrank ist immer voll. Das schaffe ich so nicht. Und da ist immer noch ein Rest von schlechtem Gewissen in mir natürlich, wenn ich diesem Idealbild nicht entspreche, mit dem wir in den 70er Jahren aufgewachsen sind. Ja. Und Väter sind die Versorger. Ist ja auch für die nicht einfach. Ich möchte auch nicht der Versorger immer sein. Ich verstehe nicht, dass die so anstandslos ihre Rolle annehmen und sogar sich daran so klammern. Mhm. Die haben doch auch die Männer, ich bitte im Folgenden das zu verzeihen, ich sage es aber jetzt trotzdem, wir werden es häufiger sagen, die Männer, die Frauen, es gibt immer andere, jetzt einmal eine große Entschuldigung vorab, aber wir bleiben mal bei der Generalisierung, dass Männer denken, sie hätten so wahnsinnig viel zu verlieren. Mhm. Und Frauen übrigens denken, sie hätten so wahnsinnig viel zu gewinnen. Ich empfinde das gar nicht so, weil mit mehr Gleichberechtigung kommt ja auch mehr Pflicht, mehr Verantwortung, mehr Arbeit auf uns zu. Das muss man dann auch mit einkaufen. Mhm. Also es gibt sicher auch Frauen, die sich absolut wohlfühlen in ihrer Hausfrauenrolle beispielsweise. Und das muss ich ja als Feministin ihnen natürlich genauso zugestehen. Also das ist ja das Recht, die Freiheit ist ja bei uns allen. Also wir alle sollen die Freiheit haben, uns richtig zu entscheiden, uns für das Leben zu entscheiden, das wir leben möchten. Aber also ich kann das nicht verurteilen. Nur muss man natürlich immer gucken, wovon man dann auch im Alter lebt oder wovon man generell lebt und diese finanzielle Abhängigkeit, in die Frauen sich begeben. Ich glaube, das ist den meisten nicht so klar. Und das kann einem so wahnsinnig auf die Füße fallen. Oh, das finde ich auch so ein heikles Thema. Dein Buch ist ja voll von heiklen Themen, habe mich so oft erkannt, aber auch ertappt gefühlt, auch beschämt. Das Thema Hausfrau, ich bin neulich, nee, es ist schon eine Weile her, ich wollte ausparken, eine andere wollte auch ausparken und es war ein bisschen eng. Und ich sagte, warten Sie 30 Sekunden, ich fahre raus, dann haben Sie Platz. Und dann sagte sie, ich will aber nicht warten, du dämliche Hausfrau. Oh Gott. Oh. Und was sagt man da? Gar nichts. Ich habe still geschwiegen und war auf vielen Ebenen so derartig verletzt und gleichzeitig so bereichert durch diese Beschimpfung, weil ich erstens nicht wusste, dass Hausfrau mittlerweile offenbar ein anerkanntes Schimpfwort ist. Zweitens fühlte ich mich beschimpft und das spricht gegen mich, dass das bei mir auch als Beschimpfung ankam. Ja. Und ich versucht war, ihr ganz kurz mal meinen Kontoauszug ans Fenster zu halten und sagen, hier alles selbst verdient. Das wäre so witzig gewesen. Aber es ist auch so peinlich. Also auf so vielen Ebenen hat das so Unterschiedliches in mir ausgelöst. Und im Grunde geht darum eigentlich auch dein Buch. Ne? Diese Zerrissenheit. Genau.
diese Widersprüche, die in uns sind, die wir aber vielleicht auch zum Teil aushalten müssen, aber die wir zumindest erkennen müssen, weil wir sind ja alle irgendwie geprägt, wir sind ja sozialisiert, wir sind ja auch alle voller Vorurteile, wir sind alle rassistischer, als wir zugeben. Ach, das ist so interessant, das ist, in deinem Buch. Also das finde ich, und da müssen wir ganz auch ehrlich drüber reden, und wir sind auch teilweise misogyn, also wir sind teilweise frauenfeindlich, auch für Frauen. Und da muss man ja mal genau hingucken. Und nur wenn wir das uns auch eingestehen und das merken, können wir ja was dagegen tun, auch denke ich. Ich finde, ich habe Hausfrauen gegenüber so ein wahnsinnig zwiegespaltenes Verhältnis. Vielleicht kannst du mir helfen, das zu klären. Nee, ich fürchte nicht. Sollen wir gleich zum nächsten Thema gehen? Wird nicht besser. Ja, nee, es wird nicht besser. Also habe ich natürlich auch total. Und ich kann erst im Rückblick auch die Leistung vieler Frauen anerkennen, die in Anführungszeichen nur Hausfrauen waren. Weil das war für die natürlich auch nicht leicht. Und oft hatten sie keine andere Wahl. Und wer weiß, wie viele Träume da noch steckten in diesen Frauen. Das ist ja auch dein Thema, auch in deinen Büchern. Wie viele Träume da sind, wo man im mittleren Alter dann denkt, oh Gott, da muss doch noch was sein, da muss doch noch was kommen. Und das tut mir dann auch wieder so leid. Und andererseits natürlich erlebe ich auch diese Müttergrabenkämpfe, so in der Kita, wenn dann die Mutter den perfekten dreidimensionalen Obstigel zum Kita-Fest mitbringt und ich beschämt mich mal wieder für die Muffins. Oh Gott. Und ich beschämt dann mich wieder für die Aufbackbrezeln, als eingetragen habe, weil ich weiß, das geht am schnellsten und die habe ich im Notfall, habe ich welche da. Oder ich auch schon so getan habe, als hätte ich schon was aufs Buffet gestellt. Ich habe es einfach vergessen. Also mein steht da hinten. Ist ja immer zu viel da von den übereifrigen nur Hausfrauen. Genau. Aber wir wollen ja nicht über Hausfrauen lästern. Das ist ja auch so gemein. Nee, ich will auch nicht lästern. Ich will mich aber auseinandersetzen mit der Frage, kann man als nur Hausfrau Feministin sein, emanzipiert sein? Oder gehört, ich zitiere eine Feministin, deren Namen, glaube ich, Michaela Haas ist, die mir mal sagte, zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gehört eben mehr als auf dem Spielplatz sitzen und Schulbrote zu machen. Und das gilt ja für Männer wie für Frauen. Also auch die hochgelobten Hausmänner stelle ich jetzt gleichzeitig ja mit in Frage. Ist es wirklich im Sinne der Emanzipation von Männern und Frauen, dass sie sich auf dass sie Vollzeit-Hausmenschen werden. Ich sag mal so, wenn die Emanzipation uns nur gebracht hat, dass die Frauen auch arbeiten, aber letztendlich zu Hause den ganzen Kladderadatsch trotzdem machen, wie es ja meist ist, dann war das eine ziemlich billige, miese Nummer mit der Emanzipation. Da müssen wir natürlich genau hingucken, weil dieser Haushalt, den habe ich ja immer unterschätzt, als ich noch keine Kinder hatte und eigentlich auch keinen wirklichen Haushalt. Und das merkt man ja erst, wenn man eine Familie hat, wie viel da dranhängt, wie viel Verantwortung das ist. Und wenn Mütter sich entscheiden und sagen, in den ersten 2-3 Jahren geht es mir wirklich besser damit, wenn die Kinder vielleicht nicht so viel in Kitas sonst wo sind, sondern mehr bei mir zu Hause. Oder es gibt ja auch Kinder, bei denen weiß man, der ist nicht so gern in der Kita und der andere vielleicht schon. Also das ist ja auch eine Typfrage. Was hat man für ein Kind? Ja. Richtig. Ja. Und wenn man sich da entscheidet, also da möchte ich gar nicht bashen. Ich glaube, man sollte sowieso generell sagen, Frauen mit Kindern bis zu 3 Jahren sollte man einfach überhaupt gar nicht, da sollte man nicht drüber urteilen, sollte man einfach lassen. Das finde ich man gut. Einfach sagen, egal was oder sie macht. Menschen? Menschen noch besser. Siehst du, wir steigern uns. Mhm. Also einfach Menschen mit Kindern bis zu 3 Jahren, die dürfen einfach machen, was sie wollen, solange sie anderen nicht wehtun, natürlich. Aber da ist einfach, jeder hat so ein anderes Empfinden und so eine andere Sozialisierung natürlich auch. Da kann man überhaupt nicht von außen sagen, warum macht das die das nicht so? Das finde ich gut. Und trotzdem sind es 3 entscheidende Jahre, weil sie sich in der Rente und im ganzen späteren Leben bemerkbar machen, wahrscheinlich auch für Männer, wenn sie 3 Jahre aussteigen. Das ist eigentlich das Problem, ne? dass man da Fakten schafft für später. Und man kommt eigentlich nie wieder dahin, wo man vorher war. Ja, genau. Da kommt man ganz schwer hin. Die Frage ist, ob man es will. Also ob man, es kann ja durchaus sein, dass man erkannt hat, ja, ich wollte vielleicht auch gar nicht so leben, dass ich jeden Tag 8 bis 10 Stunden in irgendeinem geschlossenen Großraumbüro sitze. Ob man jetzt lieber auf Kinderspielplätzen ist, ist eine andere Frage, da war ich auch nie gerne. Aber man kann ja durchaus sein Leben auch anders versuchen zu gestalten. Und auch das ist natürlich eine sehr luxuriöse Perspektive, das zu sagen. Und muss ja auch das Geld richtig, kommen. Richtig, genau. Ich habe mich dann auch selbstständig gemacht, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Es hat gut funktioniert, weil ich eben auch dachte, damit kann ich das alles besser vereinbaren. Und trotzdem habe ich mich dann bei so Sätzen ertappt wie, mein Mann ist selbstständig, der kann sich halt nicht so viel kümmern. Und eine Freundin sagte, ja, aber du bist doch auch selbstständig. Ich sage, ja,
damit ich mich mehr kümmern kann. Also finde den Fehler, ich da wieder andere Maßstäbe an mich gesetzt habe als jetzt an meinen Mann wiederum aufgrund der Sozialisierung oder aufgrund dieser Idee, dass ich es vielleicht doch am Ende alles besser kann oder auch mehr machen will. Obwohl vom Haushalt wollte ich nie mehr machen, sondern höchstens so dieses Betütern der Kinder. Hättest du denn jetzt eine andere Idee? Inwiefern? Wenn du nochmal zurückspulen könntest zum Zeitpunkt der Befruchtung, der ersten Befruchtung. Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, ich wäre insgesamt ein bisschen gelassener und würde mir sagen, ey, es wird doch alles gut. Mach dir nicht so viele Sorgen, mach dir nicht so einen Kopf, hab nicht so viele Ängste, über die wir ja schon sprachen, bevor wir überhaupt hier den Raum betraten. Haben wir ein paar Ängsten. Hab nicht so viele Sorgen, du siehst doch, es ist doch alles wunderbar, ist doch alles gut geworden. So. Aber das weißt du ja jetzt. Das wusstest du ja nicht, was alles gut werden würde. Aber was alles irgendwie, wie schwierig das alles würde, wusste ich ja auch nicht. Also wie sehr es einen Menschen doch verändert, Kinder zu haben und wie sehr es den Blick auf die Welt verändert, das wusste ich natürlich auch nicht. Ja, was würde ich anders machen? Ich würde von vornherein mit meinem Mann ganz klare Absprachen haben und sagen, so du machst dies, ich mach das. Ich würde früher das Kind oder die Kinder alleine zu Hause lassen mit dem Mann und sagen, ich habe jetzt mal eine Woche frei. Du machst jetzt mal, damit die Kinder nicht automatisch mal nur Mama, Mama, Mama sagen bei jeder Lebenslage, sondern einfach auch mal automatisch Papa sagen. Ja. Das können die nämlich auch. Diese Laute sind durchaus in ihnen, aber sie müssen halt auch direkt mal aus dem Rückenmark kommen. Und nicht nur, wenn sie merken, oh, sie haben fünfmal Mama gesagt und es reagiert keiner. So, also das von vornherein besser aufteilen und vor allen Dingen genau überlegen, wenn man aus der Elternzeit geht. In der Elternzeit machen Frauen ja einfach mehr auch zu Hause. Also derjenige, der zu Hause ist, Männer, Frauen, alle anderen Geschlechter, machen mehr zu Hause im Haushalt, wenn man mehr da ist. Ist ja ganz klar. In dem Moment, selbst wenn man in die Teilzeit geht, muss man neu aufteilen. Man kann nicht sagen, ich mache das schon irgendwie alles weiter so mit, weil wird schon laufen, weil es wird ja immer mehr. Und ich kann es ja auch besser wahrscheinlich. Weil ich es auch wirklich häufiger gemacht habe. Ist ja auch oft ganz logisch. Ja. Ich weiß dann natürlich, wie man die Wickeltasche packt. Und das weiß derjenige, der es erst einmal gemacht hat, der könnte irgendwas vergessen. Das heißt ja nicht, dass Männer blöder sind, sondern das ist einfach nur, dass derjenige, der es häufiger gemacht hat, es besser kann. Also ich würde genauer aufteilen und auch dieses Ding klarer machen, dass Männer oft denken, so ich helfe doch so viel. Aber wieso denn helfen? Es ist ja auch ihr Haushalt, es ist ihr Kind. Wieso, was heißt denn hier helfen? Das ist genauso deren Brit, wie es meint. Genau, wo die Sprache schon zeigt, Moment. Genau, aber das ist ja so gängig. Das ist unser Kind, unser Haushalt, da hilft niemand, sondern wir bewältigen ihn gemeinsam. Es ist auch dein Müll, den du runterbringst. Ja. Da muss ich nicht reflexartig Danke sagen, wie es mir mal passiert ist, wenn ich meinem Mann den Müll in die Hand drücke, er bringt ihn runter und ich sage Danke, wo ich denke, ja, ist ja höflich von mir. Finde ich ehrlich gesagt super, Danke zu sein, würde ich aber umgekehrt dann auch erwarten, weil es einfach eine gemeinsame Arbeit, die selbstverständlich ist. Richtig. Das ist so, wie wenn, ich bedanke mich auch, wenn ich beim Zebrastreifen rübergehe und einer hält. Ja. Weil ich finde es eine Frage der Höflichkeit, aber du hast natürlich absolut recht. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, und ich habe mich halt mal ertappt, wie ich nach Hause kam nach so 3 Tagen und habe zu meinem Mann gesagt, boah, danke, dass du mir so den Rücken freigehalten hast. Und hat er gesagt, ja, ich müsste mich dann ja auch jeden Tag bei dir bedanken. Wo ich sage, ja, stimmt eigentlich. Aber das war so automatisch. Für mich war es klar, ich bin die meiste Zeit irgendwie zumindest nachmittags, das decke ich irgendwie ab, das kriege ich hin. Gerade in den ersten Jahren, jetzt sind meine Kinder ja größer. Und da kann man natürlich auch nicht jeden Abend nach Hause und hat gesagt, danke, dass du mir heute den Rücken freigehalten hast. Könnte er mal machen, klar, aber wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen. Und ich finde, so ist es ja auch nicht. Empfindest du das so, dass du deinem Mann den Rücken freigehalten hast? Letztlich ist es eine Arbeitsteilung. Genau. Du ermöglichst ihm das Arbeiten, er ermöglicht dir das Kümmern ums Kind. Mhm. Es ist vielleicht nicht eine ganz günstige Arbeitsteilung, weil sie sehr einseitig auf beiden Seiten ist. Aber da gibt es ja eigentlich für keinen den Grund, sich zu bedanken. Nee, und vor allen Dingen, was aber so verrückt ist, und darauf möchte ich aufmerksam machen, dass man das meistens gar nicht so richtig abgesprochen hat. Man schlittert da irgendwie so rein, finde ich. Mhm. Also man setzt sich ja selten mit einer Tabelle hin, wenn gerade ein Kind gekommen ist oder wenn man schwanger ist und sagt, wir machen das danach so und so und dann mache ich das Jahr oder das halbe und dann machst du und dann gucken wir finanziell und so. Das ist natürlich wahnsinnig unromantisch und man hat auch viele andere Dinge gerade im Kopf mit so einem Winzling und
Und wie ich schon sagte, man denkt, es zuppelt sich alles zurecht. Ja. Und das denken, glaube ich, fast alle Frauen. Und in den seltensten Fällen zuppelt es sich so zurecht wie vorher, dass man sagt, so, ich kann da wieder, ich lebe mein Leben so weiter oder ich verwirkliche meine Träume oder ich gucke nochmal, wo ich selber denn bin als Frau und eben nicht nur als Mutter. Also, dass man auch die Frau bleibt und nicht nur auf einmal die Mutter ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo stehst du denn heute? Also jetzt gerade bin ich sehr zufrieden und sehr dankbar. Also weil jetzt meine Kinder aber auch so groß sind, dass sie noch vieles alleine bewältigen können. Die sind jetzt 8 und 12, also fast 9, fast 13. Und ich habe halt die letzten Jahre echt ganz schön gerockt, muss ich sagen. Also relativ viel gemacht, wo ich auch manchmal dachte, boah, erstmal, wo will ich denn überhaupt hin? Und bin ich gerade arbeitsmäßig meine ich dann. Genau, privat mache ich immer so das Allernötigste. Also was auch so Haushalt und sowas angeht. Aber also im Rückblick denke ich, ja, was habe ich mich vielleicht auch manchmal zu viel aufgeregt. Es wird vielleicht dann doch wieder alles gut. Dieser Satz, der so schnöde klingt und den man kaum sagen mag in diesen Zeiten. Aber dass ich mich vielleicht manchmal ein bisschen hätte mir auch bei manchen Dingen vielleicht mehr Zeit lassen können oder nicht so ungeduldig sein können, auch mit den kleinen Kindern, weil ich irgendwie dann manchmal dachte, oh, ich werde nie wieder so richtig frei sein, habe ich manchmal gedacht. Und jetzt fühle ich mich zum ersten Mal wieder frei, dass ich denke, so jetzt gucke ich nochmal genau so, was ernte ich jetzt von dem, was ich in den letzten Jahren gesät habe, so, was sind jetzt wirklich meine Kompetenzen, wo will ich hin und was lasse ich vielleicht auch einfach mal fallen. Ich muss ja auch nicht zu jedem Projekt Ja sagen, das ist ja so das Problem der Selbstständigkeit. Das kennst du ja vielleicht auch. Musst du noch mal erzählen, wie du das für dich so geregelt hast mit dem Arbeiten und den Kindern. Aber dass man auch zu oft Ja sagt zu Dingen und dann sich zerreißt, da muss ich noch ein bisschen lernen. Arbeitest du Teilzeit oder bist du Teilzeit? Fast eher Vollzeit, muss ich fast sagen. Aber ich arbeite ganz viel zu Hause. Teilzeitmutter. Vollzeit-Arbeitnehmerin, genau. So Teilzeitmutter. Könnte man sagen. Es sind aber ja auch irgendwie anderthalb Jobs. Ja, absolut. Mm. Weil du fragtest, bei mir war das so, dass ich mich nicht runtergeschlafen habe, weil es bei uns ein bisschen umgekehrte Situation war, weil ich ja die Hauptverdienerin bin. Großartig. Nein, weil ich finde, ich bin was gut war in meinem Leben, war, dass ich relativ viel Geld verdient habe mit nicht wahnsinnig viel Arbeit oder beziehungsweise Arbeit, die ich mir ganz gut einteilen konnte. Aber ich habe auch mit meinem Baby auf der Raststätte zwischen zwei Shows gesessen und gestillt hinter der Bühne und so. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich bin eher einem anderen Fehler aufgesessen. Das war nicht die Teilzeit, sondern ich hatte das Gefühl, ich müsste irgendwie so bleiben, wie ich vorher war. Und habe mich ziemlich krampfhaft, glaube ich, und vielleicht auch gegen meine Instinkte bemüht, so eine coole Mutter zu sein. Verstehe. Und meine kinderlosen Freunde fanden mich auch alle ganz toll, FreundInnen. Sagen, oh, super, du bist so unverändert gewesen mit dir, du redest gar nicht so viel über deine Kinder. Im Nachhinein würde ich sagen, das hatte auch was auf der anderen Seite gesellschaftlich Zwanghaftes. Bloß nicht anmerken lassen, dass ich Kinder habe. Ich gehe noch. Ja, als wäre Mutter sein was Schlechtes. Ja. Als wäre es was Schlechtes und als würde es mein Leben gar nicht so sehr verändern. Im Nachhinein würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass ich länger meine Kinder zu Hause gelassen hätte. Die kamen jetzt mit einem Jahr beide in die Kita. Es war eigentlich auch höchste Zeit. Wir langweilten uns auch so ein bisschen miteinander. Aber ich glaube, ich hätte mich mehr einlassen sollen auf meine Rolle als Mutter. Kenne ich auch das Gefühl. Aber Und das haben nämlich einige Frauen, die eben nicht die Möglichkeit hatten, beruflich zurückzugehen, so wie Männer das üblicherweise nicht haben, aber ich weiß nicht, ob sie auch diese Verlustgefühle dann haben. Mein Mann hat es überhaupt nicht, weil der sagt, er hat alles ausgekostet mit den Kindern, was auszukosten war. Er hat viel weniger gearbeitet, als es möglich gewesen wäre. Okay. Aber überhaupt eben nicht das Gefühl, wie ich es manchmal habe, habe ich die Zeit wirklich genug genossen? Habe ich mich genug drauf eingelassen? Ja, das geht jetzt bei mir so ganz langsam los, dass jetzt in dem Alter, in dem sie sind und so selbstständig, dass ich dann mir auf einmal so Babybilder angucke, so, das geht schon los, wirklich, dass ich dann denke, oh Gott, ja, oh Gott, war die irgendwie auch süß. Und so ein
ja, ach, an den Moment erinnere ich mich noch, aber was war denn da so? Also dieses so, ja, was hätte man vielleicht auch alles noch machen können? Oder also, was ich auch vorhin schon sagte, so dieses entspannter Sein in der Mutterschaft mit den kleinen Kindern. Also natürlich, man ist ja so müde, auch so zerrissen und auch so oft, ja, einfach so kaputt. Aber es ist ja auch trotzdem so wahnsinnig süß und witzig. Und man erinnert sich ja an so vieles, was die so gesagt haben und gemacht haben. Auch gerade, wenn die sprechen, das ist ja so wahnsinnig komisch. Und dann denke ich, und dann sehe ich so Mütter, die kleben wirklich jeden Schnipsel auf von jedem Kinobesuch und schreiben jeden Satz auf und so. Das hätte ich überhaupt nie die Zeit zu gehabt. Hätte ich auch vielleicht nicht die Lust zu gehabt. Ganz bestimmt. Heute fehlen mir solche Alben, die ich nie angelegt habe. Zum Beispiel, so ein bisschen, ja. Also selbst Fotoalben habe ich seit Jahren nicht mehr irgendwie ansatzweise gemacht. Mein Vater hat ganz am Anfang noch ein Fotoalbum gemacht. Da bin ich ihm sehr dankbar. Ich glaube, das endet bei der Geburt meiner Tochter dann. Und danach schwirren diese ganzen Babyfotos irgendwo auf irgendwelchen Festplatten bei uns im Haus rum. Mein Regal ist voller Fotoalben, die mein Mann macht. Siehste, kann ich mir den mal ausleihen für fürs Fotos, ja. Für Fotoalben. Ich weiß nicht, ob es für Fremdfamilien mit demselben Engagement machen würde, aber da haben wir eine gute neue Geschäftsmodell. Ein neues Geschäftsmodell. Ja. wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Feminismus beeinträchtigt wurde durchs Kinderkriegen, ganz anders als bei dir. Sondern ich habe mich immer wie selbstverständlich für emanzipiert gehalten, auch mit Kindern. Ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht. Das wird jetzt lustigerweise anders. So mit den Wechseljahren, ja. Mit dem schärferen Blick auf die Welt, auf mich, auf die Männer. Ich lache mich nicht mehr über jeden blöden Witz und mache mir sozusagen über mich selbst hinaus Gedanken über, wo stehe ich als Frau, wo stehen Frauen. Und ich bemerke diese Teilzeitfalle für Emanzen bei mir nicht in der Mutterrolle, sondern in meinen Prägungen. Ja. Und das kennst du ja auch. Und ich würde so gerne mit dir, weil ich wette, ganz viele in unserem Alter, ich gemeinde das jetzt mal ein, kennen das auch. Diese, wo man sich selbst ertappt und sagt, sag mal, nee, das ist wirklich, meine Überzeugung entspricht da nicht meiner Prägung. Und ich dachte, können wir mal zusammen auf Spurensuche gehen in unseren Prägungen, Gedanken. Sag mal ein Beispiel. Nee, fang du an, ich schäme mich noch. Fang du an, komm, du hast es schon öffentlich gemacht. Es sind schon peinliche Sachen. Meinst du jetzt so was Äußeres angeht? Ach, alles oder? Querbeet, wo, so Sachen, wo man sich wirklich mittlerweile immerhin innerlich auf die Zunge beißt, weil einem klar wird, ey, das ist nicht... Ich habe ein Beispiel auch in meinem Buch, da blätter ich durch die Zeitung, lese die Überschrift Georg Büchner Preis verliehen und darunter sehe ich ein Bild von einer Frau und einem Mann so im Anzug, läuft zur Bühne und so weiter und ich denke, oh, ist aber echt nett, dass da seine Frau mit auf die Bühne nimmt, das denke ich so. Ja. Dann lese ich die Unterzeilen und lese, oh, das ist aber die Frau, die den Georg Büchner Preis bekommen hat und der Mann begleitet sie einfach nur auf die Bühne. Also mein Gehirn hat automatisch dem Mann den Preis verliehen. Und das fand ich ein bisschen beschämend, muss ich sagen. Sehr beschämend. Ja, oder sogar sehr beschämend. Und das ist natürlich meine Konditionierung. Und die Männer sind immer die Genies gewesen und denen sieht man alles nach. Und Picasso, ja, schlimmer Finger. Und Klaus Kinski, war er nicht doch irgendwo genial? Ja, okay, er hat seine Töchter oder zumindest bei einer weiß man es missbraucht. Der ist überhaupt nicht genial. Und trotzdem denkt man immer genial. So, ja, auf eine Art natürlich, genial, irre. Aber das sieht man Männern dann irgendwie noch so nach. Und nenn mir doch ein weibliches Genie. Wer ist denn jetzt das weibliche Genie? Das also allein der Geniebegriff ist so männlich geprägt. Warum denken wir bei Genie automatisch an Mann? Also das wäre bei mir so ein Stolperding. Ja klar, bei mir auch. Wir haben es irgendwie gelernt. Wir haben natürlich immer die ganzen Künstler, Schriftsteller, Musiker, die waren natürlich lange vorrangig männlich, weil das auch einfach durch die Bildung, Frauen, die zurückgehalten wurden aus dem Leben, dadurch ist das natürlich geprägt. Aber heute tun wir uns dann noch schwer. Guck dir die beiden an, die den BioNTech-Impfstoff da gegründet haben. Der Mann steht groß in der Presse, seine Frau am dritten Tag dann da auch endlich mal daneben. Aber sie haben den Impfstoff zusammen entwickelt. Also muss man ja auch mal bedenken. Das wird immer noch automatisch gucken, wer da auf die Männer, die da irgendwas gemacht, geleistet haben. Und wenn Frauen sich aber auch so sehr selbstbewusst irgendwo hinstellen und sagen, boah, ich habe das hier gemacht, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, dann denken wir, oh, das ist ja ganz schön selbstbewusst. So. Bei Männern denken wir, ja, gut, der Post ein bisschen kennen wir schon, Pavian ganz oben auf dem Felsen, das atmen wir locker weg. Und bei Frauen, das stößt uns das auf, weil wir das aber auch nicht so kennen. Ist die Frage,
Frage, ob das erstrebenswert ist, dass wir alle uns ständig auf die Brust trommeln und nach oben stellen oder ob wir das ganze System mal ändern. Ja, müssen wir alle weibliche schön. Paviane werden, weil wir sprachen eben schon mal an der Kaffeemaschine darüber, dass ich auch immer ganz wie selbstverständlich mitgetönt habe, ja, Frauen müssen selbstbewusster werden und müssen sich breiter machen, so breit wie Männer. Und gleichzeitig ich aber merke, dass ich damit etwas von Frauen erwarte, was ich ja schon bei Männern nicht mag. Ja, genau. Also so breitbeinig in der U-Bahn sitzen, klar, kann man als Frau dann auch mal genauso machen, um zu zeigen, guck mal, so albern sieht das aus und so wenig Platz hast du jetzt. Als würden sie davon lernen. Also genau, deswegen würden sie vielleicht noch ganz interessant finden. Finde ich dieses, das viel geforderte weibliche Selbstbewusstsein einerseits richtig, aber nur bis zu dem Grade, wo es eben zu dieser pavianesken Männlichkeit wird, die letztlich ja auch nicht angenehm ist. Es muss authentisch sein. Es muss ein Selbstbewusstsein sein, was aus einem selbst kommt. Also was das einfach zeigt, dass man mit sich im Reinen ist, mit sich und der Welt, aber es nicht für jemand anderen tut und etwas darstellt, was man möglicherweise gar nicht ist. Dann wird es eben dann, es ist nicht mehr authentisch und dann wirkt es auch lächerlich natürlich. Ja, und es muss eben auch den Raum geben für leisere Stimmen. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass die Lauten leiser werden müssen. Sie müssen nur mal einfach mal zwischendurch mal die Klappe halten. Ja, einfach mal die Klappe halten. Klappe halten und um den leisen, auch den leisen Männern, den leisen Tönen, den BedenkenträgerInnen, die ja auch wichtige Sachen tragen, nämlich Bedenken sind ja auch richtig, gut. Ganz wichtig in diesen Zeiten. Den besonderen, den vielleicht weniger mutigen, dass die den Raum bekommen, sodass so ein großes, insgesamt gutes Ganzes entsteht. Ja, wir müssen uns halt nicht den Spielregeln anpassen, die jetzt schon seit Jahrhunderten und seit dem Kapitalismus gelten. Immer höher, immer weiter, immer schneller, immer reicher. Wir müssten im Prinzip das Spielfeld komplett neu aufstellen. Ja, ja. Also und auch nicht nur die Männer auf der einen und die Frauen auf der anderen Seite, sondern wir haben ja gelernt, dass wir alles in uns haben, alle Anteile, jeder hat männliche und weibliche Anteile in einer unterschiedlichen Konfiguration in sich. Und das, wenn wir das mal erkennen würden und uns irgendwo auf so einer Skala, wo auch immer, können wir uns ja einsortieren, aber es muss ja nicht schwarz und weiß sein, nicht männlich, weiblich und alles hat seine Berechtigung und alles kann sozusagen miteinander sein. Also ich denke ja auch auf dieses Feindbild auch, das entstanden ist, natürlich auch durch die Gleichberechtigung. Also man muss vielleicht, das hat wiederum Frau Stokowski mal gesagt, glaube ich, man muss erstmal ins Extrem gehen, um dann überhaupt die Mitte wieder zu finden, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Also deswegen auch mal laut werden und böse werden und so, das liegt mir gar nicht, das kann ich gar nicht so. Also ich möchte das lieber. Das machen die anderen. Ja, das machen die anderen, genau. Wir sind lauter und böse, trinken machen die anderen. Tee. Wir trinken Tee. Genau. Ja, ja. Ja, das kann ich irgendwie nicht so. Und das würde mir auch wehtun. Mir würde auch der Humor dann immer fehlen an der Stelle, weil ich denke, es sind einfach unterm Strich sind wir doch alle Menschen. Und es gibt bestimmt ganz viele Männer, mit denen mich sehr viel mehr vereint als mit vielen anderen Frauen. Und dann wieder umgekehrt. Also und natürlich alle anderen Geschlechter nochmal mitgerechnet. Deswegen mag ich gar nicht so dieses auf die Barrikaden gehen und nur schimpfen und die Männer und so. Das und ich mag Männer so wahnsinnig gerne auch. Und trotzdem nicht alle, um Gottes Willen, aber ich mag auch nicht alle Frauen. Und auch nicht alle Kinder, muss ich an dieser Stelle sagen. Das ist auch ein ganz weites Feld. Ganz weit. Ich habe früher mal gedacht, bevor ich Kinder hatte, habe ich gedacht, ich mag irgendwie alle Kinder. Und dann hatte ich meine eigenen und habe ich ganz viele andere Kinder kennengelernt und habe gedacht, ich mag die meisten gar nicht. Das ist auch so böse. Ja, wir haben viele Themen. Ja, wir waren bei unseren eigenen Vorurteilen. Jetzt wolltest du mal ein Beispiel raushauen. Ach, oder nicht? Warte mal. Ich wollte irgendwo jetzt gerade noch mal einhaken. Mhm. Ach ja, genau. Das betrifft auch die Vorurteile und die eigenen Prägungen unserer Frauengeneration noch. Wo ich neulich, ich hatte hier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Tobias Haberl. Na klar, ich habe das Buch gelesen. Wunderbares Buch, finde ich, geschrieben hat, Der gekränkte Mann. Und wir sprachen über unsere Prägungen. Wir haben ja auch Batman und Bruce Willis sind ja deine Helden wahrscheinlich, wie ich auch meine. Ich mochte Colt Seavers sehr gerne.
Ach komisch, das sagt mir gar nichts. Ah, das war, wenn ich mir das aus heutiger Sicht angucke, das war so ein komischer Stuntman, ja, der immer ich mit weiß. So einem komischen Auto durch die Gegend fuhr. Und dann gab es eine blonde, fast nur nackte Assistentin. Ich habe überhaupt als Kind nicht verstanden, warum die so gut wie nie was anhatte. Aber auch nicht hinterfragt. Nee, auch nicht hinterfragt. Nein, ich dachte, komisch, dass die immer nur im Bikini rumläuft, dass der nicht kalt ist. Und dann gab es so einen Assistenten, der wirklich aussah wie so der Mann zu Barbie und der wahnsinnig dumm war. Und dann gab es diesen Colt Sievers mit einer sehr behaarten Brust, der immer alle gerettet hat. Das fand ich gut. Ja, super. Ja, gut, so viel dazu. Ja. Aber ich habe also diese Prägung, man muss dann auch lange suchen, bis man ja Pippi Langstrumpf und Batwoman, Wonder Woman, Batgirl, da gab es ein paar, aber natürlich verschwindend gering. Und ich irgendwie in dem Gespräch immer mehr den Eindruck bekam und auch jetzt, wo wir sprechen und über die lauten, fordernden, selbstbewussten Feministinnen sprechen, die vielleicht übers Ziel hinausschießen, aber sich dann, wo vielleicht kann es nur so gelingen. Mhm. Ich dachte, vielleicht kann ich auch niemals eine Vollzeitfeministin werden. Vielleicht kann es Emanzipation erst nach uns geben, wirkliche. Wenn wir tot sind, dann kann dieses Spielfeld vielleicht erst wirklich, so wie du sagst, neu aufgerollt werden. Ja, das kann sein. Oder? Also wir können natürlich schon die Weichen stellen und mit unseren Kindern prägen wir das natürlich auch. Also ich merke ja, dass meine Kinder jetzt schon viel besser gendern als ich und LGBTQ, da stammel ich und stotter ich und mein Sohn sagt, Mama, das ist ein normales Wort, lern das mal. Ja, so. Ja. Also das ist schon interessant, dass die das viel mehr können und natürlich kläre ich meine Kinder da sehr stark auf in Richtung, es gibt keine Mädchen- und Jungskleidung. Es ist alles Quatsch und es ist alles von der Spielzeugindustrie erfunden, dass da irgendwie die rosa Puppensachen stehen und da die Bohrmaschinen für die Jungs. Es ist alles Blödsinn. Jeder darf mit allem spielen. Ja, aber die Jungs tragen keine Röcke oder also wenig zumindest, also langsam. Genau, aber wenig, klar. Das hast du auch in deinem Buch beschrieben, dass man Mädchen wie selbstverständlich, hey, natürlich, geh mal in die Jungs ab, da kauft dir eine Jeans oder nimm dunkelblau, cool. Alle Farben sind auch alle. Ja, aber der kleine rosafarben gekleidete Junge oder im Tütü. Du wirst doch keinen dreijährigen Tütü anziehen. Nicht unbedingt vielleicht, wenn er sehr darauf besteht. Genau. Aber und das eben hängt damit zusammen, dass das Weibliche für uns schwach ist und dass eine gewisse Abwertung immer noch, das sind wieder unsere Glaubenssätze natürlich oder unsere Sozialisation. Das Weibliche ist schwach, weniger wert, das Männliche ist stark. Darum ist es ein Mädchen in Jungsklamotten stark und ein Junge in Mädchenklamotten schwach. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das ist ja ganz viel prägend. Das ist auch aber wieder so eine peinliche Nummer. Ja, aber mein Sohn Nummer hatte so einen rosa Pulli mit 12, wollte ja unbedingt einen rosa Pulli haben. Meine auch gerade rosa und T-Shirt. Und sagt, Mama, rosa ist das neue cool oder pink ist das neue cool. Das ist irgendwie, Mama, das verstehst du einfach nicht. Und ich kenne auch genug Jungs, die jetzt schon mit lackierten Fingernägeln durch die Gegend laufen oder hier irgendwo so einen Zopf haben und Haarspangen und so. Also da tut sich eine Menge. Und ist das eine Errungenschaft? Ja. Ja, ich denke schon. Also es geht ja einfach nur darum, jeder darf alles, was er möchte, wenn er sich damit wohlfühlt. Ja, ja. Doch, finde ich schon. Trotzdem schreibst du in deinem Buch, warum ich als Feministin meinen Sohn zu einem echten Kerl erziehen möchte. Da musst du jetzt aber noch mal ein paar Sätze zu sagen, was sich da eingeschlichen hat. Ja, da hat sich natürlich was eingeschlichen. Also mein Sohn ist wirklich ein sehr zart beseitetes, sensibles Wesen schon immer gewesen seit der Geburt. Und er war auch wirklich so der Dalai Lama unter den Dreijährigen, möchte ich mal sagen, und hat sich regelmäßig von einem anderen kleinen Jungen verkloppen lassen, der auch noch einen Kopf kleiner war. Der einfach, der war einfach sehr aggressiv und stand ständig mein Dreijähriger Sohn in der Terrassentür und so, hat mich schon wieder verhauen und so. Und dann irgendwann bin ich dann so als die Löwenmutter in mir, da musst du dich wehren, du musst zeigen, dass du der Stärkere bist, da musst du mal zurückhauen, sonst wird das nie was und so. Also da kamen so komische Sätze aus mir raus, so toxische, uralte Patriarchatsätze, so du musst am obersten Ende der Nahrungskette stehen und allen zeigen, dass du der Stärkste bist. So, mein Sohn guckt mich so an und zog wieder ab und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und mich gefragt, was habe ich denn da eigentlich gerade erzählt und wo kommt denn das her? Und habe ich ihm nicht sonst immer erzählt, man darf nicht hauen und so, aber in dem Moment, wo ich merke, mein Kind wird angegriffen, mein Kind ist irgendwie schwächer, obwohl es nicht schwächer sein müsste, aber aufgrund seiner Persönlichkeit, ist es in mir durchgedreht. Ja, fand ich ein bisschen interessant. Ist interessant, wobei man auch einem Mädchen ja Verteidigung nahelegen würde. Aber ne? Vielleicht nicht Angriff, aber Verteidigung. Ja. Da wäre ich dann noch stolz gewesen. Hätte sie jetzt zurückgeschlagen, hätte ich gesagt, ach, meine Tochter lässt sich nichts gefallen.
wäre jetzt wenn mein Junge jetzt der Schläger auf dem Schulhof wäre, dann würde ich sagen, okay, da ist wohl irgendwas schiefgegangen, da würde ich als Mutter wieder mit Schuldgefühlen kommen und denken, Gott, habe ich ihn falsch erzogen. Ja, und die hatte ich nämlich, weil ich zwei, du nennst es aggressiv, ich würde sagen, energiegeladene Jungs hatte. Ich war mit meinem ersten noch was dazwischen. Ja. im Musikgarten. Warst du ja vielleicht auch mit mal. Mit dem ersten macht man sowas musikalische noch. Musikalische Früherziehung. Genau. Und der war einfach laut und energiegeladen. Mhm. Nicht aggressiv, aber der saß halt nicht leise in der Ecke und schlug mit kleinen Schlägen aufs Xylophon, sondern nahm das Instrument auseinander, rannte rum und machte irgendwie Radau. Super. Kam nachher eine Mutter zu mir und sagte, ob ich das eigentlich nicht merken würde, dass ich mein Kind offenbar ja nicht im Griff hätte und sie würde nie wieder einen Kurs buchen, in dem ich oder mein Sohn angemeldet sei. So und mir fiel überhaupt nichts ein. Weißt du, was ich gesagt habe? Du bist ja scheiße. Weil ich ist so verletzt war. Mir kommen jetzt noch die Tränen. Verstehe ich. Weil es mit aber, seinem eigenen Kind kann man sowieso nicht. Weil es aber auch gleichzeitig in mir, ich war nur auf Gegenwehr und gleichzeitig natürlich, wie du sagst, alle Alarmglocken angingen. Mache ich was falsch? Erziehe ich meinen? Stimmt was nicht? Stimmt was nicht mit ihm? Wird es ein widerlicher Rüpel, der sich mit Ellbogen durchs Leben kämpft? Und was habe ich nur falsch gemacht? Mhm. Und ich einfach bei beiden Jungs diese ja auch positive, aber auch durchaus anstrengende, darf ich sagen, männliche Energie? Ja, Testosteron. Vielleicht. Obwohl, haben die das? Nee, ich glaube, in dem Alter haben alle gleich viel. Ist egal. In dem Alter sind sie vielleicht noch, wobei auch da überwiegen, glaube ich, die Zurückhaltung bei Mädchen. Vielleicht ist es da auch schon anerzogen. Jedenfalls bin ich ja du hast ja eine Tochter, ich habe zwei Söhne und einen Mann. Also ich bin umgeben von Penissen, Testosteron. Herzlichen Glückwunsch. Und je älter die werden, mein Mann jetzt nicht, aber je älter die Söhne werden, desto männlicher werden sie durch Hormone. Klar. Durch meine Erziehung, ich weiß es nicht, eigentlich eher nicht. Und ich mich da manchmal ein bisschen einsam fühle. Also manchmal wünsche ich mir eine Tochter oder ich freue mich auf die ersten Freundinnen der Jungs, um den Hormonhaushalt in unserem Haushalt ein bisschen auszugleichen. Aber ich da schon, und ich weiß nicht, ob das zu diesen unemanzipierten Gedanken gehört, auf die wir gerade nach denen wir gerade suchen, ich schon merke, dass da ganz schön viel typisch, was ich vorsichtig als typisch männlich bezeichnen würde, vorhanden ist. Ja, absolut. Aber ich habe gerade ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen, das heißt Tee wie Testosteron, ist von einer Harvard-Professorin. Ja. Und ich habe jetzt das leider noch nicht durchgelesen, aber es geht auch darum, dass einfach mit dem Testosteronanstieg ab einem gewissen Alter so gewisse männliche Verhaltensweisen sich so durchsetzen, dass die einfach auch gar nicht anders können. Also das merken eben auch Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung machen, sprich Frauen, die viel Testosteron dann bekommen, um zum Mann zu werden, dann auf einmal merken, dass sie eine ganz andere sexuelle Energie haben, dass sie da auch insgesamt aggressiver werden, dass sie weniger sprechen, dass sie sich Sachen weniger merken können und solche Dinge. Also das hängt wirklich das ganz viel mit den Hormonen so zusammen. So interessant, was du sagst. Weißt du was? Ja. Ich mache ja gerade eine Geschlechtsumwandlung. Du selbst? Ja, weil ich ja in den Wechseljahren natürlich, bin. Natürlich, genau. Und genau das, es ist im Grunde sind die Wechseljahre eine Geschlechtsumwandlung, weil eben Östrogen geht verloren, Testosteron bleibt übrig und ich im Grunde nähere ich mich vielleicht gerade meinen Söhnen ein bisschen an. Es klappt auch immer besser. Ja, ich habe auch schon zu meinem Sohn gesagt, wenn wir uns beide rasieren müssen, dann wird es interessant. Ja. Genau, dann kauft aber nicht die pinken Sachen. Ne? Nein, weiße nicht. Sind nein, teurer. Nein, die sind teurer, haben wir schon besprochen. Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Das ist auf jeden Fall, natürlich hängt das auch mit unseren Hormonen zusammen. Also wir können jetzt nicht so tun, als wären wir alle absolut gleich. Das ich werde nämlich typisch männlicher in meinem Hinsicht. Aber das ist das Schöne, Hinsicht. Weil dann nämlich Frauen auch streitlustiger werden. Total. Das ist ja das Tolle auch an dieser viel mehr Zeit. Energie für Auseinandersetzung und aber gleichzeitig auch stecke ich so viel Energie wie nie in meinen Beruf. Und das ist eigentlich ganz gut eingerichtet von der Natur, dass die Frauen, wenn sie weniger als Mütter gebraucht werden, so einen Energieschub kriegen in Sachen, jetzt wohin auch immer, jetzt komme ich. Ich finde das total geil, das Alter, ehrlich gesagt. Also abgesehen davon, dass man manchmal, haben wir auch kurz drüber gesprochen, morgens so vorm Spiegel steht und denkt so,
kennen wir uns, war schon mal frischer so. Das, also ja. Ich merke schon, dass jetzt, also ich rase auch gerade auf die Wechseljahre zu, habe jetzt auch schon Hitzewallungen und solche Dinge. Also das ist nicht immer angenehm. Ich halte es noch gut aus. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich dachte, boah, wusste ich einfach nicht, wie sich das anfühlt, so eine Hitzewallung. Ist schon sehr, sehr interessant. Von denen ist ja, soweit ich weiß, für nichts gut. Da ist einfach nur irgendwie so ein Schalter kaputt im Körper. Ja. Gerade auch Osteoporose ist für nichts gut. Nee, auch nicht Gefahr wirklich, von Schlaganfällen, nee. Alles für nichts gut. Ganz genau. Ja. Und ich merke auch manchmal durch den Östrogenmangel, so diesen Gedächtnisverlust zwischendurch, also dass ich nicht so genau mich erinnern kann oder Namen nicht so gut behalten kann oder so und oder auch mir Worte nicht so schnell einfallen, das nervt mich total, weil das in meinem Beruf natürlich Mist ist, wenn ich dann doch irgendwie erstmal überlegen muss oder doch nochmal irgendwie Synonyme google, das nervt mich, aber generell so was die Power angeht und das Selbstwertgefühl und zu sagen, so und jetzt kommt meine Zeit, so wie es auch in deinem Buch ist, jetzt zu sagen, in der Mitte des Lebens zu sagen, so und jetzt, ne, jetzt werde ich hier die wilde, weise, geile, alte Feministin. Ja, auch das. Was für ein Segen, wenn man in einem Leben lebt, in dem man das kann, die Möglichkeit hat, Land dann sichtbar zu werden und die Energie auch noch zum Beispiel. Irgendwie kanalisieren kann. Und es einem auch einfach scheißegaler ist, was andere so denken. Finde ich auch ganz schön. Weil das und wenn man eben doch nicht so sehr in dieser Teilzeit-Mutterfalle verharren muss, wie dann viel. Es gibt ja, alle Frauen haben ja diesen Energielevel natürlich. In der Mitte des Lebens. Mhm. Aber wo sind die alle? Ja, wir sehen sie nicht im Fernsehen. Viel zu wenig besetzt. Wir sehen sie, wo sind sie? Sie sind wahrscheinlich genau in die Fallen getappt, über die wir gesprochen haben. Ach, ich mache den Haushalt, ich verdiene weniger, natürlich. Ich kann es besser, ich muss es machen. Wo sind all die Verschwundenen. Träume, die Verschwundenen, aber ich habe auch gelesen, es gibt eine Studie in England, dass Frauen in den Wechseljahren ganz oft ihren Beruf kündigen, weil sie diese Belastung der Wechseljahre zusammen mit dem Beruf so nicht aushalten. Weil die einfach auch mit den Hitzewallungen und auch der Schlaflosigkeit, dass die sich so wenig belastbar sind und so nachlassen, dass sie dann sich auch aus dem Beruf zurückziehen. Und deswegen gibt es in England aber schon spezielle, gerade in großen Firmen, Beauftragte, die sich darum kümmern, dass es Frauen in den Wechseljahren besser geht im Beruf. Ach, das ist so eine Schande, weil man eigentlich auf der Höhe seiner Energie ist. Und ich empfehle sehr das Buch und meinen Podcast mit Sheila DeLis zum Thema Wechseljahre. Ja, ist man ist denen nicht ausgeliefert. Und ich hätte auch gekündigt, wenn ich nicht mich, ich wäre überhaupt nicht mehr in der Lage jeden gewesen. Wenn du im Büro rennen musst. Ja, und du schläfst nicht mehr und sitzt in der Talkshow, kriegst eine Hitzewallung. Das klingt ja so harmlos, aber du kannst nichts anderes mehr denken. Und ich musste mich behandeln lassen. Ja, bin dadurch funktioniert, und bin dadurch überhaupt leistungsfähig geblieben und aber was eben dann noch hinzukommt, ist diese Testosteronenergie plus aber ja ein Haufen Erfahrung. Ja, total. Und es ist so eine Schande, dass so viel davon von dieser weiblichen Energie und Erfahrung ungenutzt bleibt. Durch die Themen, die wir eben jetzt besprochen haben, weil sie in dieser Teilzeit versauern. Richtig, und natürlich, weil dieser Dreckshaushalt, Entschuldigung, der ist einfach ein Teil unseres Lebens und Frauen machen nach wie vor den deutlich größeren Anteil an all dem. Das gab es in der Corona-Pandemie, war es noch viel mehr. Jutta Almendinger, die Soziologin, hat da auch Zahlen zu veröffentlicht. Ja. Also selbst wenn beide zu Hause sind, macht die Frau viel, viel mehr. Und selbst wenn Frauen mehr verdienen als der Mann, mehr arbeiten oder beide Vollzeit arbeiten, macht die Frau immer noch mehr. Also es ist in unseren Köpfen irgendwo ganz tief drin, die Frau ist zuständig für Küche, fürs Kochen, für die Kinder und das ist dann heißt es wieder, wir hätten einen anderen Sauberkeitsanspruch. Ja, ich muss sagen, also bei uns zu Hause ist es definitiv nicht so, aber wir haben ja auch ein bisschen andere Rollenverteilung und trotzdem ist es so, dass ich mehr mache. Sven, sorry, weiß ich nicht, tut mir leid, wenn du das hörst, stimmt es? Ich glaube, es stimmt, es liegt aber daran, dass ich mich schlechter abgrenzen kann. Weil wenn mein Mann zu Hause arbeitet, dann macht er die Tür zu und er macht sie nicht wieder auf, bis er fertig ist. Ja. Wenn ich zu Hause arbeite, bleibt die Tür offen. Mhm. Jeder kann jederzeit rein. Ich fühle mich zuständig für den Postboten und für und die Waschmaschine. Die kann gut, also mein Mann würde es auch machen, wenn ich es nicht schon längst getan hätte. Genau. Und das nervt mich an mir selbst. Genau dasselbe. In der Pandemie, mein Mann hatte dann sein Büro im Souterrain. Ich hatte meins, also mein Büro ist sowieso neben der Küche.
finde auch den Fehler wieder an dieser Stelle. Und die Tür ist auch immer offen, wo mein Mann immer sagt, mach die Tür doch zu. Er macht dann immer die Tür zu. Wenn er merkt, dass ich genervt bin, macht er die Tür zu, anstatt dass ich die mal selber zumache. Wer macht sie wieder auf? Ich von innen, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Richtig, ganz genau. Und natürlich schmeiße ich zwischendurch eine Waschmaschine an. Natürlich sehe ich schon aus dem Fenster, oh, der Postbote kommt. Das ist einfach, natürlich freue ich mich auch, wenn mal jemand mit mir redet, nämlich der Postbote in so Zeiten, wenn man immer alleine bei mir zu Hause ist. Also es ist so, ich musste mich in Corona-Zeiten richtig von meinem Haushalt fernhalten. Mhm. Ich habe mir dann erlaubt, weil ich ein Buch schreiben musste, ein kleines Büro zu mieten. Ja, gut. Aber, und mein Mann sagte, sag mal ehrlich, ist das denn notwendig? Wir leben auf vielen Quadratmetern. Mhm. Du hast ein eigenes Arbeitszimmer hier. Das fand er ein bisschen komisch. Ich verstehe das total. Ich sagte, ja, das ist leider notwendig. Mhm. Ich muss mich von der Waschmaschine räumlich trennen. Ansonsten. Ja, ich muss mich auch manchmal vom Kühlschrank räumlich trennen. Kühlschrank also sowieso. Weil man immer hinrennt, aber zum anderen auch, weil man überlegt, was ist denn eigentlich noch drin? Vielleicht kommen so die Kinder und was mache ich denn jetzt gleich zu essen? Das ist immer so eine Dauerschleife im Hinterkopf. Was haben wir noch zu essen? Da. Die Kinder haben ja auch ständig Hunger und was reicht das für die Pausenbrote morgen? Ist auch immer so eine Dauerfrage. Die läuft da immer so. Ich möchte die gerne abstellen. Da sind wir wieder bei der Frage, müssen wir uns wirklich verändern? Oder hat das auch alles irgendwie seinen Sinn in einem Gefüge, wo es besser zueinander passen würde? Ich weiß nicht. Will ich mich wirklich mehr abgrenzen können? Oder macht das nicht gerade das Puzzle einer Familie aus, dass meine Tür eben meistens doch nur angelehnt ist? Ja. Wenn weißt es dich du, nicht nervt, ist alles gut. Mich nervt es manchmal wahnsinnig und trotzdem mache ich sie da nicht zu. Ja. Und es nervt mich, es kostet Zeit, es kostet Energie. Und wir verbringen ja eh schon so viel Zeit, bis wir uns erstmal schön gemacht haben. Genau. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja hätten wir auch schon habilitieren können. Ja. Das stimmt. Gibt es, würdest du sagen, kann man Vollzeitfeministin sein mit gefärbten Haaren? Ganz bestimmt. Mit Botox im Gesicht? Ja. Oder gehören Falten zum Feminismus? Oder man kann noch weitergehen und sich prostituieren und sich für einen Playboy ausziehen. Mhm. Das kann man natürlich alles fragen. Habe ich mich ja auch alles gefragt. Und ich denke, die Antwort, natürlich muss jede Frau sie selber finden. Wer bin ich denn, dass ich das beurteilen dürfte? Aber letztendlich hat die Frau einfach die Freiheit, alles zu machen, was sie machen möchte, genauso wie der Mann auch. Und wenn es genau das ist, klar. Dann gäbe es aber keine unemanzipierte Frau. Es sei denn, sie ist es unfreiwillig. Nicht. Genau, es sei denn, sie tut es gegen ihren Willen. Das heißt, natürlich. Diese Bewegung, die du beschreibst in Amerika, wie heißen die nochmal? Treadwives. Die Treadwives, die zurückkehren an den Herd und sagen, ich bleibe jetzt extra zu Hause und backe jetzt die schönsten Kuchen und so weiter und so fort. Ja, das halte ich natürlich auch für einen verlogenen Kram, weil die wahrscheinlich sich im Alkohol ertränken müssen, um dieses Leben auszuhalten. Das hat mich schon sehr irritiert. Da sind wir auch wieder bei den Hausfrauen, weil eben, ich finde, Gleichberechtigung fordert auch etwas von eine Teilnahme am letztlich auch einen Beitrag zur Volkswirtschaft so gesehen. Oder weiß nicht, Thema Alkohol noch mal ganz kurz, weil du das gerade an. Das ist ein heißes Thema. Kann man nur, also du sagst, man muss keine Falten zulassen, um emanzipiert zu sein, muss man sich aber besaufen, um emanze zu sein, weil man sonst nicht aushält. Das ist ja wirklich erschreckend. Du hast um Hausfrau zu sein eher, also nicht emanze, sondern die Emanzipation hat den Alkoholkonsum von Frauen in die Höhe getrieben. Darauf möchtest du hinaus, ne? Ja, genau. Weil ich habe auch ist neulich, der Punkt, das ist wo die Gleichberechtigung irre. Nämlich zuschlägt. Da sind wir relativ gleichberechtigt, so langsam, was den Alkoholkonsum angeht. Weil Frauen halt dadurch, dass sie auf immer mehr Baustellen gleichzeitig unterwegs sind, irgendwo doch mehr Haushalt machen, wie wir besprochen haben, sich doch verantwortlicher für die Kinder fühlen, weil sie sonst keine guten Mütter sind, natürlich auch Karriere machen wollen, dann noch halbwegs passabel aussehen wollen. Und dann reicht es, dann geht es manchmal am Ende des Tages dann nur noch, indem man dann den Grauburgunder aufmacht, um sozusagen sich den Rest des Lebens, der noch übrig blieb, wieder schön zu saufen. Das ist natürlich extrem erschütternd. Und ich muss sagen, in der Pandemie habe ich auch mehr getrunken als sonst, weil irgendwie es gab ja sonst nichts und es war ja so langweilig und irgendwie war alles so ätzend.
Und da war es dann schon so, dass wir auch häufiger mal während der Woche irgendwie dann mal ein Glas Wein getrunken haben. Und ich das auch ganz lustig fand. Und dann habe ich es mir aber irgendwann auch wieder verboten, weil ich dachte, das kann es ja auch nicht sein. Auch nachdem ich solche Studien gelesen habe und nachdem ich auch einiges zum Thema Alkohol gelesen habe, wie gefährlich er dann am Ende des Tages doch ist. Und auch gerade für Frauen, was das Brustkrebsrisiko angeht und so weiter und so fort. Ich habe neulich ein Gespräch mit der CSU-Abgeordneten Doro Bär. Mhm. Und die sagte, in allen Bevölkerungsklassen geht der Alkoholkonsum zurück, bis auf erfolgreiche Frauen, also Frauen in Führungspositionen. Ja, glaube ich sofort. Ja, es ist natürlich, es macht das alles ja ein bisschen leichter erträglich, ein bisschen weicher, wenn man einfach abends so noch ein Gläschen noch mal trinkt und oder auch zwei oder sich vielleicht auch mal wegschießt, ich weiß es nicht, dann wird das, dann legt sich ja ein Schleier über all das, was man sich ununterbrochen auch in irgendeiner Form erkämpft. Und Frauen in Führungspositionen müssen ja heute immer noch irgendwo eher ihren Mann stehen, als dass man sagt, es gibt eine neue Art von Führung für Frauen, sondern sie passen sich ja immer noch diesem völlig beknackten System mit rund um die Uhr Erreichbarkeit, arbeiten bis zum Umfallen, immer Präsenz zeigen, dem passen sie sich ja auch an. Darüber müssen wir ja nachdenken, über die Arbeitswelt. Und wenn du dich diesem anpasst, gleichzeitig aber dann noch irgendwie schlank und perfekt sein sollst, also schlanke Frauen verdienen mehr Geld als dicke Frauen, aber dicke Männer wiederum verdienen mehr Geld sogar als schlanke Frauen. Fand ich auch interessant. Das habe ich mir auch rausgeschrieben aus deinem Buch. Da fällst du doch schon wieder hinten rüber. Also lieber als Frau dünn sein, weil so viel wie ein Mann kannst eh nicht verdienen. Aber wenn du dann wenigstens dünn bist, ne, und dann sollst du also rund um die Uhr arbeiten, musst ja irgendwas sicher auch mal essen, dann müsstest du eigentlich noch Sport treiben, dann musst du aber ja noch deine Beine rasieren und vielleicht noch mal zum Babybotoxen und dich morgens noch schminken. Also die Frauen verbringen ja viel, viel mehr Zeit noch, um diesem ganzen Ideal zu entsprechen. Wenn du dann jetzt auch noch Kinder hast und dich auch noch um die doch mehr kümmerst als vielleicht der Partner, es sei denn, du hast einen Partner gewählt, der das wirklich komplett als Seins auch mit ansieht, das ist ja kein Wunder. Also da würde ich mir aber auch abends nochmal schnell die Minibar aufmachen. Wenn wir jetzt zwei kluge Männer wären, was würden wir dann... Worüber würden wir jetzt reden? Wenn wir über dasselbe Thema reden würden, was würden wir sagen, was müssen wir alles? Lass uns mal kurz Rollenwechsel machen. Wir sind zwei gute Typen. Ja, das sind wir. Die sagen... Okay, wir stehen morgens auf, haben auch schon mal besser ausgesehen. Ja, ein bisschen Deo unter die Arme und das T-Shirt von gestern ist eigentlich noch gut. Ja. Wie lange brauchst du im Bad? Solange die Zahnbürste geht, ne? Genau. Ja. So, also da hätte ich schon mal deutlich mehr Zeit. Dann schaufelt man sich irgendwas zum Frühstück rein. Ob man da jetzt mehr auf Kalorien achtet oder weniger als Frauen, ich hoffe nicht, keine Ahnung. Gibt ja auch genug besessene Männer. Wo wären unsere Schwachpunkte? Wo würden wir sagen... Da ist es zu viel, da würde ich gerne abgeben. Nervt dich als Mann die unausgesprochene Forderung, männlich sein zu müssen, vielleicht doch eher? Ich habe da so ein Buch gelesen von Heike Kleen. Da stand drin, Moment, das muss ich dir vorlesen, Heiko. Von den Männern, hier. Findest du das, dass die Alte da recht hat? Aufgrund ihrer Sozialisation wollen Männer es aber auch oft gar nicht anders. Schließlich belegen Studien, dass sie am zufriedensten sind, wenn ihre Frauen 40% zum Familieneinkommen beitragen, sie selbst aber Hauptverdiener bleiben. Alles andere kratzt leider an ihrem Selbstwertgefühl. Tja, möglicherweise. Also wenn sei mal ganz so eine, ehrlich. Wenn ich jetzt so eine Alte zu Hause hätte, die würde Millionen mit ihren Büchern verdienen. Stell dir sowas mal vor, was sonst geben. Ja. Und dann kommst du nach Hause und hast da den ganzen Tag gearbeitet im Büro und verdienst du weniger noch als sie und die sitzt da und schreibt, hat immer die Tür offen. Also weiß ich gar nicht. Würdest du öffentlich zugeben, dass es an deinem Selbstwertgefühl... Als Mann? Nee, öffentlich natürlich nicht. Als Mann gibst du ja sowieso sehr wenig noch weniger zu als Frau, dass irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl da mal vielleicht angeditscht sein könnte. Kann ich mir wenig vorstellen. Ja, was würde der Mann zugeben? Der Mann würde vielleicht dann eher so dieses Maternal Gatekeeping,
was der Spiegel letztens auf dem Titel hatte. Was heißt das übersetzt? Das heißt so sozusagen das Tor immer zumachen. Nee, ich weiß, wie heißt das denn übersetzt? Also das die Mutterschaft für sich erklären und sagen, ich kann es sowieso besser. Das ist mein Bereich. Mhm, das heißt, ich würde ja total gerne mehr machen zu Hause, weißt du, aber meine Frau, die kann ja alles besser. Dann gehe ich mit den Kindern zum Schwimmen, dann rennt sie hinterher und guckt, ob ich die Tasche richtig gepackt habe. Das nervt so derart. Ich weiß ja, ich packe die gar nicht mehr. Die macht das doch eh. So, vielleicht wäre ich als Mann genervt an manchen Stellen. Das behaupten ja Männer. Ich weiß nicht, wie es bei Tobias Haberl, der hat noch keine Kinder, ne? Mhm. Das behaupten ja Männer gerne, wenn die Kinder da sind. Sie würden ja gerne mehr machen, aber sie werden ja nicht gelassen. Stimmt auch öfter mal, ne? Es stimmt. Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass Frauen denken, oh, du hältst das Kind verkehrt rum. Da muss man loslassen. Also nicht der Mann in dem Moment, sondern als Frau. Du, aber wenn das jetzt, lass uns wieder Frau sein, gefällt mir besser. Ja, ich kann auch gar nicht klar. Ich komme auch nicht mit. Das Testosteron. Der Pimmel mal abschneiden wieder. Wenn das jetzt wirklich so ist, wie diese Studie besagt, dass Männer gar nicht damit klarkommen, wenn Frauen gleich viel oder gar mehr verdienen als sie selbst. Das hieße ja im Umkehrschluss, dass wir bei einer Form von wirklich funktionierender Gleichberechtigung es mit Männern zu tun hätten, die kein gutes Selbstwertgefühl mehr haben. Und das ist ja auch nicht. Und dann werden sie ja gefährlich, gekränkt, langweilig oder auch nicht mehr angenehm im Umgang. Ja, also das ist natürlich, vielleicht ist es nicht bei allen Männern so und die wenigsten würden es zugeben. Aber ich habe letztens auch das Buch gelesen von Boris von Hesen, das heißt, was Männer kosten. Der hat mal zusammengerechnet, was Männer so kosten. Auf dem Schreibtisch liegt. Ja. Ich habe aber was anderes drüber gelegt, weil ich wollte nicht, dass mein Mann es sieht. Sehr schön. Der ist eh schon in Sorge, dass, oh Gott, die alte Emanze. Nein, der soll mal entspannt sein. Nein, das ist schon so, dass natürlich nur diese toxische Männlichkeit bis heute existiert und die rührt natürlich auch gerade jetzt bei Männern, die jetzt vielleicht aus Schichten kommen, wo sie weniger Zugang zu Bildung haben und sich mehr übers Männlichsein definieren, die dann auf irgendeinem Parkdeck mit einem Auto so lange durch die Gegend schlittern, bis sie dann da irgendwo gegenrasseln und das sagen. Also ich gab's ja letztens so einen Fall, die sind ja sogar abgestürzt und zwei junge Männer zu Tode gekommen, weil das einfach deren Beschäftigung darin bestand, mit einem schnellen Auto immer im Kreis zu fahren. Und Frauen haben ganz schön doofe Beschäftigung, ja, muss man sagen. Klar, vielleicht nicht ganz so tödlich, genau, aber weniger tödlich, weniger risikobehaftet, hängt aber ego-schädlich, ego-tödlich. Testosteron zusammen, genau, allen zu zeigen, ich bin der Geilste, ich bin hier der Macker und Frauen zweifeln dann an sich selbst und zupfen dann an sich rum. Ist auch doof. Ja. Ja, einfach so sein könnten alle, wie wir sind, ne? Aber wie kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, ohne einander in der Entfaltung zu behindern. Genau, genau. Auch weniger natürlich übereinander zu urteilen, das fällt uns ja auch schon wieder schwer, ist ja klar. Ja. Also eigentlich jetzt, ich möchte eigentlich das Gespräch ungern beenden, muss aber jetzt sein, eigentlich können wir überhaupt nichts unseren Hörerinnen mitgeben. Nee. Ne? Im Grunde ist es so ein bisschen so eine Bankrotterklärung, dass man sagt, wir sind eigentlich die Letzten, die so einen richtig guten Rat in Sachen Feminismus. Ja, wir sind halt so Dinosaurier. Und zwar noch nicht mal DinosaurierInnen, sondern wir sind Dinosaurier. Ja, genau. Im Kopf. Ja, in unserem Kopf ist Batman der Held. Aber nein, wir sind gerade in der geilsten Zeit. Aber wir bemühen uns wirklich. Ja, das stimmt. Und ich bemühe mich. Also was bemühen klingt immer so. Das klingt immer so von oben herab. Sie hat sich sehr bemüht. Aber ja, manchmal ist es auch nicht mehr als ein Bemühen. Aber ich merke, dass ich, mir fällt schon vieles auf, wenigstens. Ich stand neulich vor einer Litfaßsäule, wo das Programm eines Theaters, Comedy-Theaters hier in, ich glaube, Alma Hoppes Lustspielhaus. Ich weiß, will jetzt kein Unrecht tun. Und ich sah, dass da fast nur Männer, eigentlich nur Männer waren. Wäre mir früher nie aufgefallen. Es waren nur männliche Künstler. Oder, also da, sowas fällt mir schon auf. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich, wenn ich beurteile Menschen nicht mehr nach ihrem Aussehen im Fernsehen. Das verbiete ich mir. Ja. Und wenn der Gedanke kommt, dann spreche ich es auf keinen Fall aus, schon gar nicht vor den Kindern. Ich würde nie mehr in meinen Shows sagen, willkommen, liebe Zuschauer. Ich sage Zuschauerinnen. Ja. Und die Männer sind dann mitgemeint. Genau. Also da bin sind ich. Sind eh fast mehr Frauen damals, ja, ne? Ja, ja, genau. Das sowieso. Manchmal ecke ich auch an. Ich versuche schon zu gendern. Ich finde das nicht unwichtig, dass man Sprache bewusst benutzt und eben
Wir können auch 2000 Jahre jetzt die weibliche Form nehmen und die Männer sind mitgemeint. Vorher war es ja auch so. Können wir theoretisch auch machen, so als Ausgleich. Ja. Finde ich, muss nicht sein, weil man möchte ja eine gute Lösung finden, in der alle... Ja, liebe Zuschauende. Zuschauer, ich mag euch, ZuschauerInnen habe ich gar nichts dagegen. Du hast irgendwie in deinem Buch auch ein ganz schönes, irgendwo hast du es mal gesagt, wir sagen ja auch Spiegelei. Genau. Also es ist nicht so schlimm zu sagen. Ja, genau. Mir geht das auch ganz gut von der Zunge inzwischen. Und und wenn ich es aber nicht mache, ist es genauso gut. Also, ja. Aber ich denke, dass das auch wahrscheinlich immer selbstverständlicher wird aber ich glaube, so richtig los mit dem Feminismus geht's erst nach uns. Ich glaube auch. Aber wir sind auf unsere Weise auch den Weg auch bereitet. Und Alice Schwarzer hat ihn auch schon bereitet. Die hat vor 20 Jahren schon gesagt, oder vor 40 Jahren, 1975, in ihrem ersten Buch schon gesagt, wenn wir das nicht mit der Hausarbeit klären, dann ist das alles, kriegen wir das mit der Gleichberechtigung nicht hin. Ja, sie hatte recht. Wir haben es aber immer noch nicht geklärt. Sie hatte recht. Wir verabschieden uns jetzt voneinander. Wir hoffen sehr, dass Margrethe Stokowski nicht zuhört. Bitte nicht. Und das war mir ein Vergnügen und bitte komm jederzeit wieder. Wir haben so viele Themen. Unendlich. Ich mache jetzt mal Mikro aus, wir reden an der Kaffeemaschine weiter. Wir reden direkt weiter und es tut uns sehr leid, dass die ZuhörerInnen jetzt nicht weiterhören dürfen. Vielen Dank, liebe Heike, für deinen Besuch. Danke sehr für die Einladung. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko.